Babel schwärmt von der Bundesliga. Ryan Babel kommt nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der TSG Hoffenheim immer besser in Fahrt. Grund für seine positive Entwicklung ist seiner Meinung nach das verstärkte Training in der Bundesliga. Wir machen mehr Aufbautraining in Hoffenheim, als ich je in England gesehen habe, und machen längere Trainingseinheiten. Ich habe mich nie so fit gefühlt, so der Niederländer im The Telegraph. In England hingegen sei das Training nur da, um sich zu unterhalten, so Babel weiter. Schweinsteiger sagt Europa den Kampf an. Vor dem Champions-League-Auftakt beim FC Villarreal gibt sich Bastian Schweinsteiger äußerst optimistisch. Der Bayern-Star glaubt daran, den Titel in der Königsklasse in diesem Jahr gewinnen zu können. Wir gehören zu den 5-6 Favoriten in der Champions League. Ich will 2012 in München die Champions League gewinnen, sagte er in der Bild. Zudem peilt Schweinsteiger den EM-Sieg in Polen und der Ukraine an. Den Doppeltitel mit Bayern und der deutschen Nationalmannschaft zu holen, scheint mir jetzt noch möglicher zu sein als in den letzten Jahren, so der 27-Jährige. Aachen beurlaubt Hyballa. Zweitligist Alemannia Aachen hat sich von Trainer Peter Hyballa und Co-Trainer Erik van der Loor getrennt. Das teilte der Club am Dienstag offiziell mit. Man glaube nicht mehr daran, dass die Basis für einen gemeinsamen sportlichen Erfolg gegeben sei, begründete Manager Erik Meyer die Entscheidung. Das Training beim Tabellenschlusslicht übernimmt vorläufig U23-Coach Ralf Awesome. Djokovic triumphiert in New York. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat zum ersten Mal in seiner Karriere die US Open in New York gewonnen. Der Serbe setzte sich in einem packenden Finale nach 4 Stunden und 10 Minuten mit 6:2, 6:4, 6:7 und 6:1 gegen den Spanier Rafael Nadal durch. Mit seinem insgesamt 10. Turniersieg des Jahres schraubte Djokovic seine Bilanz in 2011 auf 64 Siege bei nur 2 Niederlagen. Brady Gala am ersten NFL-Spieltag. Die New England Patriots sind mit einem überzeugenden Sieg in die neue NFL-Saison gestartet. Das Team aus Boston gewann bei den Miami Dolphins mit 38:24. Überragender Mann war New England Star Quarterback Tom Brady, der 4 Touchdowns herausspielte und insgesamt Pässe über 517 Yards warf. Damit stellte Brady einen Teamrekord auf und übertraf als 11. Spieler der NFL-Geschichte die 500-Yards-Marke in einer Partie. Im zweiten Montagsspiel setzten sich die Oakland Raiders mit 23:20 bei den Denver Broncos durch.